Servus zusammen, Rushko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier in dem kleinen knuffigen Spiel Castle Clash Ära der Legenden und ihr seht hier gerade auf meinem Account 3185 Gems und die will ich hier heute mal wieder mit euch zusammen verrollen, diese wunderschönen Free-to-Play-Gems, nicht nur auf dem Account, sondern auch auf meinem amerikanischen Account und heute auf einem Stargast-Account, denn mein kleiner Bruder sitzt gerade neben mir mit einem Kumpel zusammen, die hier gerade mitschauen. Bei ihm dürfen wir hier heute auch wunderbare Free-Games verrollen. Und ihr zwei freut euch schon drauf. Sie nicken nur und grinsen mich an. Ich würde mal sagen, dann fangen wir direkt an. Vielleicht hört man ihr Gekicher auch im Hintergrund. So, wir haben hier jetzt erstmal die Helden, die ich normalerweise habe. Habt ihr jetzt gerade gesehen? Und diese Helden brauchen wir nicht. Alles klar, den Helden, den wir hier heute brauchen, nennt sich Lady Liu, die kleine Reiterin. Wir haben hier, ja, die neue Heldin Lady Liu, die mit dem Update jetzt rausgekommen ist. Wie erhalte ich sie mit Edelsteinen anwerben? Das heißt, sie kann hier heute rauskommen. Es gibt auch eine kleine Story zu ihr. Die lese ich mal kurz vor. Lady Liu stammt aus einem weit, weit entfernten, von Millionen von Sternen erhellten Königreich. Seit Jahrtausenden tobt dort ein Kampf zwischen den Göttern und Göttinnen, um das Recht über diese Lande zu herrschen. Immer auf der Suche nach dem neuesten Nervenkitzel mischt sich Lady Liu immer häufiger in die Konflikte der Sterblichen ein. Augenzeugen berichten, dass sie wiederholt beim Reiten ihres treuen Gefährten durch die Wolken gesichtet wurde. Ihr Gesicht sei dabei von fanatischen Augen und einem wilden Grinsen gerissen. Mein deutsches Schlechtwesen. Das ist Lady Liu. Die junge Dame, die Leo, die wollen wir heute rollen. Ist eine schöne Story. Also da haben sie sich mal wieder kreativen Kaffee in die Suppe geschüttet. Wir wollen jetzt Helden anwerben mit meinen wunderschönen Freegames und fallen direkt an. Hier mit einem flotten Dreier in 3, 2, 1. Jo, und ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Schuss. So, ich bin wieder da und ich roll jetzt nicht mehr. Mein Bruder rollt jetzt einfach mal. Komm mal her. Du darfst jetzt mal herkommen. Und du darfst jetzt mal die Maus benutzen. Benutz die Maus und drücke. Und es kommt raus ein Eisdämon. Das war jetzt nicht gerade so gut. Will dein Kumpel? Ja, du darfst auch mal. Okay. 450 direkt. Oh mein Gott. Gott, wir haben hier einen, oh mein Gott, einen, alter Scheiße. Schaut euch diesen Helden an. Oh mein Gott, Leute. What the fuck? Party hard. Alles klar, mein Bruder und sein Kumpel lachen sich ja einfach nur noch scheckig. Jo, wir haben hier einen total geilen Druiden. Ich roll hier nochmal im Dreier und wir haben hier eine sexy Assassine, einen Henker und einen wunderbaren Engel. 150er, noch ein 150er und noch ein 150er. Haben wir noch ein 150er raus und nur Scheißhelden. Es kann hier heute wieder gar nicht besser laufen. Es ist unglaublich, was hier passiert. Ich kann auch gerade, was ist heute Morgen passiert? Ich habe heute Morgen ein wunderschönes Video hochgeladen. Es ist krass, denn wir haben hier gerade Montag bei euch, wenn ihr dieses Video seht. Aber eigentlich haben wir Samstag, da ich jetzt gar nicht mehr daheim bin, weil ich bin weg. So, und jetzt bin ich wieder da und wir rollen jetzt natürlich weiter. Starten mit dem 450er und es kommt raus ein Gala-Champion. Das heißt, wir haben jetzt noch 635 Gems. Okay, okay, okay. Ich würde mal sagen, die zwei Kleinen hier, die dürfen beide nochmal rollen. Ich würde sagen, du darfst jetzt 450 rollen, weil du gerade eben nur 150 machst. Und du 450, weil du eben schon 150 gemacht hast. Wenn ihr zwei nichts rausrollt, dann darf ich ein Speedrun machen auf deinem Account, okay? Ja? Okay, wir geben uns gerade die Hand. Okay, komm mal her, wir schlagen hier die Hand ein. Nochmal fester, fester. Oh, das hat... Das tut wirklich weh. Okay, okay, Konzentration. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier was rauskommt. 3, 2, 1 und... Nichts rausgekommen. Okay, die letzte Chance. Ich freue mich schon auf den Speedroll. Du darfst und es kommt raus. Es kommt raus. Eine Frosthexe. Alles klar, wir haben die Frosthexe rausbekommen. Das heißt hier auf meinem Heute-Account, wir haben einen legendären Helden in 3000 Games. Das ist eine gute Tendenz. Leider genau den Held, den ich schon 10.000 Millionen... Was redet ihr da im Hintergrund?
Die flüstern schon wieder hinter meinem Rücken. Den Helden, den ich ja schon seit 10 Millionen Jahren habe, den guten Druiden hier, evolviert derzeit auf meinem Account 7 von 10 energetisch seiner Fähigkeit. Es ist ein wirklich schöner Held und es ist schön, dass ich ihn wiedergerollt habe, um ihn dann später wieder zu opfern. Wir gehen weiter zum nächsten Account. So, nach der nicht so tollen Runde sind wir jetzt auf meinem amerikanischen Account und hier habe ich gerade zufällig ein Quest, Higher Heroes with Games Wants, und das machen wir direkt einmal. Ich löse das Quest ein und es kommt raus ein Werwolf. Ja, okay, wir haben jetzt noch 1000 Gems und ich würde mal sagen, dass es gleich gerecht wird, denn wir werden ja gleich auf den Account meines Bruders gehen und wir werden dann da auch rollen, wir werden da noch die totale Eskalation bringen. Also, falls was Gutes rauskommt, finde ich es auch einfach nur gerecht, wenn wir hier jetzt auch einen Speedrun machen auf dem amerikanischen Account hier auf meiner amerikanischen Seite. Die große Frage ist natürlich, soll ich jetzt rollen selber? Oder, nee, ich mach bei meinem Bruder, Speedroller ich, und er darf jetzt bei mir Speedrollen. Okay, auf dem Account hier, den kennt ihr vielleicht, 40.000 Macht habe ich hier auf dem Account. Und das ist schon eine Nummer, wo ich mir auch denke, trete der Gilde Devil Warrior bei, beste Gilde of the World. Okay, Leute, haltet euch fest. Ich starte jetzt nochmal einen Einser hier, um reinzukommen in das Feld. Und jetzt darf mein Bruder hier heute mit seinen Händen, mit seiner rechten Hand einen Speedroll machen. Seid ihr zwei bereit? Ja. Ja, okay, sie sagen hier ja. Ich glaube nicht, dass man es hört. Okay, ganz ruhig, ganz still. Hallo, ich habe still gesagt, da draußen ist schon wieder jemand mit der Flex und baut hier drüben ein neues Haus. Ja, so ist es hier im Auenland. Und ich würde mal sagen, bevor ich mich jetzt weiter über die Leute da draußen vor meinem Fenster aufrege, fangen wir jetzt an in 3, 2, 1, Speed, go. Nein, es ist, nein, nichts kaufen. Okay, es war jetzt ein Mini-Speedroll und es kommt raus ein Zyklop. Ein kleiner, aber feiner Zyklop. Ich gehe mal auf dem Heldenalter, opfer hier nochmal schnell irgendwas rein. Energetisch kann gerne 7 von 10 werden. Bam, 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 bam. Alles reinopfern. Hier, go, 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 go. Oh. Gut, den Schnitter will ich jetzt nicht unbedingt opfern. Hier, okay, nochmal alles reinhauen. So, und jetzt darfst du hier nochmal die Ehre haben. 470 Gems, das heißt, entweder kannst du jetzt 3 einzelne machen. 3 einzelne oder einen 450er. Ich halte mir die Augen zu, ich schaue nicht hin. Ich halte mir jetzt die Augen zu, ihr beide könnt kontrollieren. Okay, und du rollst jetzt einfach. Roll einfach. Okay, und sag mir dann, wenn du fertig bist. Ich höre sie nur noch grinsen, ich mache meine Augen auf und... Ein Marodeur! Oh mein Gott, was ein Marodeur! Ich schau mal. Die große Frage ist natürlich, ist noch was anderes rausgekommen? Was anderes außer ein Marodeur? Nein, ist es nicht. Ihr zwei. Ah. Wisst ihr, Leute, so kann es laufen. Du denkst, okay, bist du heute mal nett, lass mal deinen kleinen Bruder und Kumpel rollen. Und da passiert einfach so was. Du rollst, rollst, rollst. Es kommt einfach gar nichts raus. Kennt ihr das? Habt ihr auch schon mal diesen Moment gehabt? Ihr denkt euch, oh mein Gott, neues Update. Ihr habt ein paar tausend Free Games, die ihr irgendwie angespart habt. Habt euch, was weiß ich, eine Google Play Karte gekauft, eine iTunes Karte. Und denkt euch, what the fuck, jetzt muss unbedingt was rauskommen. Lasst noch andere rollen, um das Glück zu erhöhen. Und es kommt einfach gar nichts raus. Wenn dem so ist, schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare und gebt dem Video ein Like nach oben. Schaffen wir den Rekord von 1500 Likes zu brechen? Ich bin zuversichtlich. Ist geil. Meine Damen und Herren, nun ist der Moment gekommen, nun dürfen wir auf dem Star-Account @pen@ hier heute rollen. Ich kann auch gerne nochmal für seine Gilde Werbung machen. Rashbro heißt seine Gilde, derzeit 38 von 55 Mitglieder befinden sich darin. Gildenboss ist um 18 Uhr, ist eine knackige, schöne Gilde, aber darum soll es doch nicht gehen. Nein, es geht heute darum, dass wir hier heute legendäre Helden rollen. Einen legendären Held rollen, ich zeige hier nochmal schnell seine ganzen Helden. Ich denke mal, die kennt nicht jeder. Wir haben hier eine gute Candy Cane. Ich glaube, die ist auch bei mir im Video rausgekommen, oder? Ja, die ist bei mir im Video rausgekommen. Todest du da auch? Genau, der ist auch bei mir im Video. Hexenmeister auch? Hast du gerollt? Bei mir im Video? Alles klar, Twitter. Wenn ich blende hier nochmal irgendwo ein I ein, dann könnt ihr die ganzen anderen Videos mit meinen Brüdern hier nochmal anschauen. Ansonsten kennt ihr die Helden. Wir haben hier Candy Cane, Todesritter, Dream Tower, wir haben hier Druide, Snowy, Champion, der Paladin, der darf natürlich nicht fehlen, und andere schöne Helden, Hexenmeister, Schnitzer, die darf man nicht vergessen. Okay, ich mache einen 150er, um hier reinzukommen. Und jetzt starten wir mit einem Speedroll. Du hältst deine Augen zu, schaust nicht hin, sein Kumpel darf hinschauen, und dann starten wir in 3, 2, 1... Und wir haben keine Plätze frei, alles klar. So, wir konnten es nur einmal rollen. Nein, es war öfter. Ich gehe mal hinter, Heldenaltar. Und? Hattest du Snowy schon?
Nein, wir haben ins Warenhaus reingeopfert. Okay. Neue Helden und es kommt nichts raus. Ja, wunderbar. Okay, wir haben hier noch ein paar. Haben wir noch Plätze frei? Okay, wir haben im Warenhaus gar keine Plätze frei. Schauen wir mal, ob sein Heldenaltar uns irgendwas herbringt. Wahrscheinlich auch nicht, ne? Okay, sein Heldenaltar ist voll und Lagerhaus ist auch voll. Okay, wir haben jetzt immer 5 Plätze frei. Das heißt, ich mache jetzt ganz schnell 450er und 2 einzelne in 3, 2, 1, go! Okay, 1, 2, 3, go! Und es kommt raus! Ein Eisdämon, okay, und nichts Legendäres, so wie es aussieht. Wir haben noch 861 Gems. Mein Bruder versteckt seinen Kopf hier schon unter meiner Bettdecke. Okay, keine Angst, das kann nur noch gut werden. So, wir schauen nochmal hier, alles einsammeln, hier rein damit, raus damit. Was können wir denn hier, eine galatartige Sens, die hauen wir beim Todesritter rein, haben damit wir 5 Plätze frei, gehen jetzt hier immer weiter näher, immer tiefer rein. Okay, gut, das kann man jetzt wieder zweideutig sehen. Wir haben hier noch 861 Gems. Ich mache einen 450er. Okay, er schaut nicht hin. Ich bin ganz leise und wir rollen. Oh mein Gott, what the fuck? Scheiße. Ich glaube, ich rette es über mein Leben, denn der Held ist scheiße. Jo, meine Damen und Herren, ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es macht mir immer wieder einen riesen Spaß. Einfach, du wartest aufs Update und dann endlich, dann kannst du rollen. Natürlich ist es immer viel geiler für euch Zuschauer und für mich selber natürlich auch, wenn was Gutes rauskommt. Das kann ich aber leider nicht beeinflussen. Ich hoffe, es ist kein Problem, dass hier jetzt nicht so viel rauskommt. Ich will euch ja mit meinen Videos unterhalten. Und ja, hat es euch zwei gefallen? Ja gut, sie schütteln natürlich nicht den Kopf, ich kann jetzt sagen, was ich will. Ihnen hat es natürlich riesig gefallen, er freut sich auch gerade, dass er so viele neue legendäre Helden rausbekommen hat. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören uns dann morgen im nächsten Video wieder. See you later. Alligator.